Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge konnten wir ja gerade noch so in diesen Teil des Landes übergehen, der anscheinend aber auch sehr, sehr kalt ist, weil sie hier doch ziemlich am Frieren ist. Wir haben diesen Privatdetektiv, ja, man kann sagen, ausgetrickst und zurückgelassen und hatten dabei ein bisschen Hilfe, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und ja, dann stand was von Schloss drin. Wir haben das Schloss freigeschaltet, aber ich habe keine Ahnung, wo das Schloss sein soll. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt hier entlang müssen. Ich guck mal einfach wie immer von links nach rechts. Da geht es weiter. Okay. Dann gucken wir vielleicht doch erstmal hier, weil wenn es hier nicht weitergehen sollte, da kann man nicht drauf, oder? Das ist so ein... Nee, das ist Wasser. Okay. Gucken wir mal eben, ob wir hier noch irgendwas machen können. Lauf doch mal, Mädel. Ach, da geht's auch noch weiter. Da kommen wir zum Hafen oder sowas. Hinten sind auch Hafenmitarbeiter. Ah, ein bisschen am Haken ist das Spiel jetzt hier gerade. Was seltsam ist. Oh. Ich dachte eigentlich, wir können hier gucken, ohne eine Szene zu kriegen. Eieiei. Genau, Alkoholmissbrauch schadet der Gesundheit. Alles in Ordnung, mein Herr? Einen Schritt weiter und Sie wären ins Wasser gefallen. Ein Obo! Wie bitte? Ich bin Captain Obo. Obo! Stolzer Kommandant der ebenso stolzen Kristall. Also kein guter Mann. Na dann, schön Sie kennenzulernen, Kapitän. Ich bin Kate Walker. Ich suche die Werkstatt des Uhrmachers Steiner. Wenn ich ins Wasser falle, Matrose, dann nur, um direkt in die Hölle zu fahren. Also besser okay. Nicht. Besser nicht ins Wasser fallen. Der Bastard wartet dort auf mich. Von wem sprechen Sie? Das Monster des Sees wartet auf uns alle, junge Frau. Für jedermann kommt einmal die Zeit, um die Arbeit zu vollenden. Auf zurück in die Schlacht. Denn man darf nie in seiner Wachsamkeit nachlassen. Niemals! Ja, das war jetzt irgendwie ein seltsamer Kauz, den wir jetzt hier getroffen haben. Oh Gott, da hinten geht's noch weiter. Ich hätte eigentlich gehofft, wenn ich hier rumgehe, dass ich da nicht so viel habe, was ich mir angucken kann. Okay, also mit der Tastatur läuft sie doch ein bisschen komisch in Schlangenlinien. Ach du Oh, ich bin nicht falsch rumgelaufen. Ich hätte erstmal links rumgehen sollen, glaube ich. Was ist denn mit dir? Guten Tag. Oder auch nicht. Darf ich mich denn weiter bewegen? Ein Gasthaus. Das ist schön. Ist das das Gasthaus, von dem der eine gesprochen hatte? Das war doch ein Gasthaus, ne? Ich wäre lieber allein, wenn es ihm nichts ausmacht. Kein Thema. Ich bin auch lieber allein. Jemand hat letzte Nacht drei Hühner und... Entschuldigen Sie bitte. Ja, grüßt Sie? Ja? Ich suche die Werkstatt von Simon Steiner. Simon Steiner ist mein Großvater. Mein Name ist Sarah. Sarah Steiner. Schön, Sie kennenzulernen, Sarah. Ich bin Kate Walker. Können Sie mir sagen, wo die Werkstatt Ihres Großvaters... Natürlich. Sein Laden ist am Ende der Gasse. Wenn Sie rausgehen, links auf der Hauptstraße. Darf ich fragen, was Sie von ihm wollen? Denn er ist ziemlich alt, wissen Sie? Also, ich begleite die Karawane der Yukol. Ihr Großvater soll wohl eine mechanische Prothese für Kirk anfertigen. Ihren spirituellen Führer, der kürzlich einen Unfall hatte.
Ohne das künstliche Bein kann Kirk nicht an dem großen Zug seines Volkes teilnehmen. Und die Yukol wollen ohne ihren Führer nicht aufbrechen. Sie begleiten die Yukol? Oh Gott, Sie haben so ein Glück. Als ich klein war, erzählte Großvater mir von ihren Abenteuern voller Geheimnisse und Magie. Leben Sie gerne in Weißambo? Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen, wissen Sie? Ich verbringe meine gesamte Zeit hier oder bei Großvater, seit er krank ist. Kann sich niemand für Sie um ihn kümmern? Das können wir uns nicht leisten. Außerdem ist es mir lieber so. Mein Großvater ist die einzige Familie, die ich habe. Sie und Ihr Großvater stehen sich wohl sehr nahe. Im letzten Jahr. Aber er ist wirklich lieb. Und Sie sollten seine Werke sehen. Geben Sie ihm ein paar Zahnräder und Federn und Sie bekommen eine unglaubliche Erfindung zurück. Seine mechanischen Gegenstände wirken fast lebendig. Ich weiß genau, was Sie meinen. Ich kannte jemanden, der so etwas auch konnte. Das einzige Problem ist, dass das Geschäft einbrach, als er krank wurde. Wenn ich diesen Kellnerjob nicht hätte, um uns durchzubringen, müssten wir die Werkstatt wohl schließen. Also das mit der Synchronisation, beziehungsweise dass die Texte auch zwischendurch ein bisschen abbrechen von der Stimme her, ist schon sehr schade. Aber gut, das Spiel an sich, das macht halt wahnsinnig Spaß. Sie scheinen die Yukol zu mögen, Sarah. Ich habe den Eindruck, das ist hier in Weißambo sehr selten. Es stimmt, dass die Leute hier in Bezug auf die Yukol etwas albern sein können. Sie neigen dazu, die Nomaden zu Sündenböcken für alle Probleme der Stadt zu machen, seit sie hier festsitzt. Aber Sie nicht? Natürlich nicht. Großvater hat 3 oder 4 der großen Straußenzüge miterlebt. Und er respektiert diese Fremden immer sehr. Er lehrte mich, sie ebenfalls zu bewundern. Danke für Ihre Hilfe. Ich schaue in meiner nächsten Pause bei Großvater vorbei. Vielleicht sehe ich Sie ja. Jedenfalls hoffe ich das. Wiedersehen, Sarah. Naja, es kommt drauf an, wann sie ihre große Pause macht, ne? Also wenn wir da jetzt direkt hingehen, wir gucken jetzt hier nochmal ein bisschen. Wir haben ziemliches Glück, dass es noch einen Ort wie diesen hier gibt. Wenn Sie daran denken, wie schwer es geworden ist, unsere Produkte zu verkaufen, seit der Hafen geschlossen ist. Und jetzt tauchen die Nomaden auf und unterbieten uns. Hallo, geh da hin. Die See wird von einem Dämonen heimgesucht. Ach, der schon wieder? Er beobachtet mich. Er wartet, ich spüre es. Diese Form dort im Wasser. Was ist das? Ist das jetzt ein echtes Seeungeheuer oder ist das irgendwas Mechanisches oder so? Irgendwas verheimlichen uns diese Nomaden, die hier festsitzen. Der Bürgermeister muss etwas unternehmen. Das geht so nicht weiter. Wieso hat er die gleiche Stimme? Okay. Immer diese jungen Burschen, die den Schlauberger geben, um das Steinermädel zu beeindrucken. Geht mir das auf die Nerven. Hallo, sprich mal mit ihr. Dann nimm den. Ich bin nicht hier, weil ich glücklich und sorglos bin, wissen Sie? Ah, junge Dame. Wie schön zu sehen, dass Sie das Lager der Yukol verlassen konnten. Ja, danke für den Pass. Jetzt, wo Sie hier sind, können Sie meinen berühmten Borscht probieren. Das würde ich wirklich gern. Aber ich muss jetzt gleich den Uhrmacher Steiner finden. Simon Steiner? In diesem Fall sollten Sie mit unserer jungen Kellnerin Sarah sprechen. Sie ist deine Enkelin. Ja, mit der habe ich schon gesprochen. Stellt euch mal vor. Ich frage den jetzt erstmal wegen dem Captain, weil das würde mich jetzt mal interessieren, ja. Ich habe kürzlich einen Mann getroffen. Kapitän Obo. Er wirkte nicht ganz auf der Höhe. Und so ist er schon seit 20 Jahren. 20 Jahre, können Sie sich das vorstellen? Er befehligte die Kristall. Das Schiff, das zwischen hier und dem Vergnügungspark auf der anderen Seite des Sees verkehrte. Damals war er ein anderer Mensch. Okay. Wie stehen die Dinge in der Stadt? Es scheint nicht so gut zu laufen. Wenn Sie mich fragen, ist die Stimmung hier lausig. Wenigstens die Hälfte der Leute wollen die Yukol nicht mehr vor ihrer Tür haben. Die meisten Ladenbesitzer haben sogar die Entscheidung getroffen, wegen des unfairen Wettbewerbs in Streik zu treten.
Außerdem ist Valsembor nicht mehr das, was es einmal war. So ist das. Kennt man Simon Steiner in Valsembor? Er war hier lange Zeit sehr beliebt. Wissen Sie, er ist nicht nur ein Uhrmacher. Er weiß einfach alles über mechanische Gegenstände. Er hat hier in Valsembor alles für jeden repariert. Außerdem hat er zusammen mit einem Kollegen den Vergnügungspark auf der anderen Seite des Sees entworfen. Ein Automatenentwickler aus Frankreich war das, glaub ich. Man kann sagen, dass Valsembor Simon Steiner eine Menge schuldet. Darum habe ich, als er krank wurde, Sarah eingestellt, um ihm etwas zu helfen. Verstehen Sie? Ich gehe. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Nette Bis Antwort. Bald. Er sagt, verstehen Sie, und sie sagt, ich gehe. Es tut mir leid, dass ich mich ja dauernd am Räuspern bin, aber es geht sonst nicht, dass ich vernünftig sprechen kann im Moment. Ich meine, jetzt fängt der Sommer wirklich an. Jetzt habe ich gar nicht mehr, die hat gesagt, links rum und dann Ende der Straße oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich denke mal hier rum, wenn, ne? Ich höre auf jeden Fall irgendwie Klimper, aber ich weiß nicht, ob das jetzt von einer... An den Uhrmacher war das, ne? Keine Schmiede. Kann der Typ mal stehen bleiben? Verirrt, hübsches Mädchen. Ja, irgendwie schon. Aber wenn du mich hübsches Mädchen nennst, dann kann ich dir sagen, ich kann Selbstverteidigung. Moment, da. Steiner. Oh. Hä? Hier konnte ich doch gerade noch was angucken. Jetzt. Steiner. Könnte vielleicht der Uhrmacher Steiner sein, den wir suchen. Hey, cool. Wenn der jetzt noch guten Tag sagt. Was? Hä? Hallo. Sie sind Herr Steiner? Schrei mal an. Tut mir leid, Sie zu stören, Herr Steiner. Mein Name ist Kate Walker und ich bin hier, um die Prothese für den jungen Kirk, den spirituellen Führer der Yukoi, abzuholen. Nun, Frau Walker. Eigentlich hat mich Dr. Gefimova informiert, dass der junge Mann noch nicht bereit für die Operation ist und dass... Herr Steiner, ist alles in Ordnung? Das ist nicht möglich. Dieser Anhänger um Ihren Hals. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn mir einen Moment lang überlassen würden. Bitte, Frau Walker. Mein Gott. Ein XZ-2000-Automatenherz in betriebsfähigem Zustand. Ein Ausgleichsfederspeicher. Pendelherzkammern und kleine mechanische Pumpen. Alles scheint in gutem Zustand zu sein. Donnerwetter! Wo haben Sie das gestohlen, Frau Walker? Ich habe es gar nicht gestohlen. Es ist ein Andenken. Es ist alles, was mir von Oscar geblieben ist. Ach so. Und doch bin ich mit dieser Art der Präzisionsmechanik sehr vertraut. Eine teuflische Präzision. Unglaublicher, einzigartiger Sachverstand. Das stammt von einem Vorarlberg-Automaten, Frau Walker. Ja. Was ist das? Es war Hans Vorarlberg, der diesen Gegenstand entworfen hat. Kannten Sie ihn? Oh ja. Er hat sogar ein paar Jahre hier gelebt. Wir haben viel zusammengearbeitet. Er hat mir so viel beigebracht. Also ist es zwecklos, wenn Sie sich irgendwelche Geschichten ausdenken, Frau Walker. Und ich fürchte, Sie werden so lange hier bleiben, bis Sie mir die Wahrheit gesagt haben, wo dieser Gegenstand herkommt. Ich wusste, dem Typen kann man nicht trauen. Ja, Und? Wow, machen Sie sich nicht die Mühe, mich einzusperren, Herr Steiner.
Die Wahrheit ist, dass Hans Vorarlberg mir sehr viel bedeutet hat. Ich habe ihn auf einer sehr seltsamen Reise durch Europa begleitet. Und dieser Gegenstand in Ihrer Hand ist mein einziges Andenken an dieses Abenteuer. Das beweist gar nichts. Himmel, Herrgott! Hans hätte das nie weggegeben. Oh. Herr Steiner? Ist alles in Ordnung? Nein, der hat ein Herzinfarkt. Mein Herz brauche meine Medizin. Schnell. Halten Sie nur still. Ich hole Ihnen sofort Ihre Medizin. Die weiß doch gar nicht wo oder wie die aussieht. Keine Medizin weit und breit. Hallo? Leerer Becher? Achso, damit er die Medizin runterschlucken kann wahrscheinlich. Hallo, du darfst wieder zurückgehen. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Beachten Sie mich gar nicht, ich bin ja nur der Besitzer. Genau. Das ist nett, dass ich dann auch noch die Einladung dafür bekomme, mich hier umzuschauen. Okay, das sieht mir jetzt eher wie eine Rumpelkammer aus, aber nicht wie eine Kammer, wo man Medizin findet. Na, was haben wir denn da? Zeitungsausschnitt, okay. Was steht denn da drin? Dass das so wichtig ist, dass sie das mitnimmt? Ach so, das sind die Dokumente. Na. So. Mittwoch, 27. April 1989. Der Seeanzeiger. Ups. Zwischenfall im Atomreaktor Baranur. Behörden spielen Folgen herunter. Ja, das ist ja leider immer so. Sturm im Wasserglas. So beschrieb der Bürgermeister von Baranur Antoli Mikolajow. Also es tut mir wirklich leid, aber die großen Buchstaben, die verwirren mich beim Lesen. Den gestrigen Zwischenfall, der die Gemeinden rund um den Atomreaktor beruhigt. Ich habe sofort persönlich mit Viktor Rostis Lavovic Anmeldung oder sowas, Dr. Red, Leiter des Reaktors, gesprochen. Nachdem sich meine Wähler wegen des Lärms an mich gewandt hatten, sagte er. Und ich kann Ihnen versichern, dass er all meine Fragen zu meiner Zufriedenheit beantwortet hat. Kurz gesagt, alles gut. Ja, das hätte mich jetzt so überhaupt nicht beruhigt. Tatsächlich scheint es, dass der Alarm durch einen kleinen technischen Zwischenfall ausgelöst wurde. Ein Stromtest, der um 1.23 Uhr an Reaktor Nummer 3 durchgeführt wurde, verursachte eine geplante Radiolyse des Kühlwassers, was wiederum kleine, unbedeutende Detonationen auslöste, die laut genug waren, um Anwohner berechtigterweise zu beunruhigen. So, so. Gerüchte bezüglich einer Überflutung der U-Bahn und eines Feuers in der Anlage wies Bürgermeister Mikolajo entschieden zurück. Solche Gerüchte zu verbreiten, ist schlicht und einfach unpatriotisch. Unpatriotisch, was richtig, betonte er. Kernenergie ist für die Wissenschaft und die Industrie unserer wunderschönen Region zu bedeutsam, als dass wir es uns erlauben könnten, einen Unfall auf die leichte Schulter zu nehmen. Wäre er so ernst, dass die Gerüchte besagten? Und der Stadtrat fügte hinzu, Tatsache ist, dass die derzeitigen Systeme der Anlage so hoch entwickelt sind, dass ein Unfall, und damit meine ich einen großen Unfall, statistisch so gut wie unmöglich ist. Auf unsere Anfrage hin pflichtete Direktor Rostislavovic Ihnen bei. Ihnen bei? Okay. Auch bestätigte er, dass er mit dem Energieministerium in Verbindung stehe, dass in diesem Fall keinen Grund zur Sorge sehe. Wladimir Majokiow, ständiger Korrespondent. Neuer Besucherrekord im Vergnügungspark Baranur. 50.000. So viele Eintrittskarten sind seit der Eröffnung des Vergnügungsparks
Baranur im letzten Jahr verkauft worden. Piotr oder sowas? Buljakin, der gerade wiedergewählte Bürgermeister von Valsembor, zeigt sich begeistert von den positiven Effekten, die dieser und so weiter und so fort. Drama beim Eisfischen, Ermittlungen eingestellt. Letzten Winter hat es uns alle tief betroffen gemacht. Leo Narischkin, der mit seinem kleinen Bruder draußen auf dem See beim Eisfischen war, ertrank auf tragische Weise, als er ins Eis einbrach. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um einen Unfall handelte. Trotz anderslautender Aussagen des kleinen Bruders des Opfers, der behauptet... Okay, das darf man wieder nicht lesen. Ja, der wahrscheinlich behauptet, dass da irgendwo ein Monster zugange war oder so. Kann ich hier mal wieder rausgehen? Danke. Ja. Nee, von da sind wir hergekommen. Was ist denn das hier? Guck, bleib doch mal stehen und guck doch mal dahin. Mensch. Kann ich das nicht mehr drücken, oder wie? Hm. Kirks Prothese. Aber es sieht so aus, als wäre sie noch nicht fertig. Na toll. Eine Frauenhandschrift. Großvater, vergiss nicht, 3 Stunden vor dem Essen deine Medizin zu nehmen. Eine Frauenhandschrift. Ja. Großvater, vergiss nicht, 3 Stunden vor dem Essen deine Medizin zu nehmen. Hab ich ja verstanden. Ich habe nur dummerweise die falsche Taste gedrückt. So, aber wo finden wir jetzt hier Medizin? Also wenn, dann noch oben vielleicht. Ich denke mal, das hier unten ist wirklich nur so die Werkzeugecke. Moment, da hatte ich eben was gesehen. Hallo. Achso, die muss ich rausziehen, okay. Sinnlos. Mann, mach es doch wieder zu. Nichts, was ihm helfen könnte. Das könnte ihm mehr schaden als nutzen. Naja, wenn man eine drauf gibt, ich meine... Andererseits, das Bein ist noch nicht fertig. Hallo. Schieb das doch mal endlich rein. Keine Medizin. Auf keinen Fall. Warum nicht? Nichts, was ihm helfen könnte. Ja, zumindest mal reingucken, ich meine... Das könnte ihm mehr schaden als nutzen. Was soll Ihnen denn daran schaden, an einen Notizblock? Was haben wir denn hier? Irgendwas, was wir gerade nehmen konnten. Steiners Rezept, okay. Muss ich jetzt erst noch zur Apotheke oder wie? Ist nicht euer Ernst, oder? Keine Medizin. Steiners Rezept. Ist das jetzt auch unter Dokumente? Ja. So, Diplom der medizinischen Fakultät, zugelassener Facharzt, 2 Flaschen, 3 Packungen, Kapseln täglich einnehmen, bevorzugt nachmittags. Jetzt muss ich das wirklich noch holen, oder wie? Ja, super. Ja, dann unter diesen Umständen würde ich schon fast sagen, dass wir hier mal eben einen kleinen Cut machen, damit das Video nicht allzu lange dauert und dass wir uns dann um die Medizin im nächsten Teil kümmern werden. Ich meine, er hat jetzt schon so lange hier Probleme mit seinem Herzen, da kann er jetzt auch noch auf die nächste Folge warten. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.